In diesem Tutorial zeige ich, wie man Audacity herunterladen kann. Für das starte ich als erstes meinen Browser und gehe auf audacity.de. Schon im Reiter oben wird unterschieden zwischen Windows und Mac Download. Alle, die Windows nutzen, gehen auf den Reiter Audacity für Windows und laden Audacity dort runter. Unten dran findet man noch eine genaue Anleitung dazu. Alle, die Mac nutzen, gehen auf Audacity für Mac OS X und laden Audacity mit dem Download ab. Auch dort findet man im Anhang eine Anleitung dazu. Wir empfehlen noch zwei zusätzliche Plugins zu installieren. Für das gehen wir auf den Reiter Nützliche Software. Zum einen ist es der LAMP MP3 Encoder. Der ist dafür da, dass man am Schluss seine Audiofiles als MP3-Datei exportieren kann. MP3 ist eines der bekanntesten Audioformate. Auch hier wird zwischen Windows und Mac Download unterschieden. Das zweite ist das Let's Bar Plugin. Das ist vor allem dafür da, dass man noch mehr Effekte auf seine Audiospur hinzufügen kann. Auch hier wird zwischen Download für Windows und Download für Mac unterschieden.